Bevor ich dieses Video überhaupt anfange, meine lieben Freunde und Freundinnen, herzlich willkommen zu diesem Video, will ich aber schon am Anfang mit dir ein Experiment machen. Ich werde dir einige Bilder zeigen und anhand dieses Experimentes werde ich dir dann später ein paar Geschichten erzählen. Aber zuerst lass uns loslegen mit dem Experiment, denn du wirst in diesem Experiment 4 Bilder sehen. Bild Nummer 1, Bild Nummer 2, Bild Nummer 3, Bild Nummer 4 werden gleich folgen und du wirst in diesen Bildern erkennen, was ich mit dir vorhabe in diesem Video. Einverstanden? Los geht's. Hier kommt Bild Nummer 1. Was hast du gesehen? 3 kleine Löffel. Richtig? Wunderbar. Boom. Jetzt kommt hier Bild Nummer 2. So, was hast du jetzt gesehen? Ein paar Löffel, ein paar Gabel. So, und jetzt kommt Bild Nummer 3. Was hast du jetzt gesehen? Das Besteck hat sich erweitert. Richtig? Und jetzt, boom, kommt Nummer 4. Und? Was hast du jetzt gesehen? Das Besteck hat sich weiter erweitert, richtig? Nein. Du hast etwas anderes gesehen, richtig? Du hast gesehen, dass hier was nicht stimmte. Hier war was anders. Und genau das ist das Thema meines heutigen Videos. Du bist einzigartig. Und genau das ist das Thema meines heutigen Videos mit dir, denn ich möchte auf dich, auf mich und auf uns alle eingehen und auf unsere Einzigartigkeit. Denn du hast einen blauen Löffel da gesehen. Du hast bestimmt diesen blauen Löffel da gesehen, der herausragte aus allem anderen, was du gesehen hast. Richtig? Du hast nur rotes Besteck gesehen und hast dir gesagt, okay, Besteck erweitert sich, aber dieser blaue Löffel ist dir sicherlich mitten im ganzen Rot aufgefallen, richtig? Genau darum geht es heute. Ich will dir zeigen, warum du einzigartig bist und wie wichtig deine Einzigartigkeit ist. Vor allem für dich, für deinen Erfolg, für die erfolgreiche Kommunikation dessen, was du im Leben hast und den anderen Menschen zu sagen und zu geben hast. Sowohl in Storytelling, sowohl in Kommunikation, sowohl für deinen Erfolg als auch für alles andere in deinem Leben ist die Sache mit der Einzigartigkeit von immenser Bedeutung. Das will ich mit diesem Blogbeitrag. Ich will alles tun, damit du weißt, was das für eine unglaubliche Kraft ist, die du und ich in den Händen halten. Also lass uns diesen Blogbeitrag beginnen. Und das meine ich auch auf keinen Fall irgendwie esoterisch oder dass ich sage, oh, du bist so einzigartig und so weiter und so fort. Blödsinn. Nein. Ich meine es als reinen Fakt und ich werde dir diesen Fakt beweisen. Wenn ich sage, du bist einzigartig, dann ist es kein Satz mit Punkt, sondern ein Satz mit Komma, denn du bist einzigartig, Komma, und du kannst es dir nicht aussuchen. Du bist, was du bist. Diese Einzigartigkeit, die dir die Natur gegeben hat, der Schöpfer, an was du auch immer glaubst, Allah, Jehova, Gott, Buddha, was auch immer, die Natur hat dich so geschaffen, wie du bist. Guck mich an. Ja? Ich sehe aus, wie ich aussehe. Ich bin das, was ich bin. Ich habe diese Haarfarbe, ja, also in Richtung schwarz, ja. Grau kommt sowieso, weil ich bin 47, ja, bald bin ich 50, aber für 50 habe ich mich gar nicht mal so schlecht gehalten. Also, was ist deine Haarfarbe? Ja, deine Haarfarbe wächst, auch wenn du da, wenn zum Beispiel, ich bin schwarz, ja, ich blondiere morgen meine Haarfarbe, was aber wachsen wird, wird das. Diese Haarfarbe wird wieder rauskommen. Ich bin und bleibe das, was ich bin. Und das ist einzigartig. Es gibt keinen zweiten Alireza, so wie ich. Ich werde morgen
oder übermorgen, egal was ich tue, kein Cristiano Ronaldo werden. Auch wenn ich Cristiano Ronaldo schick und schön finde und reich finde und ich will ihn eher sein. Ich werde es niemals sein. Aber was ich habe, ist meine Einzigartigkeit. Und so hat uns die Natur geschaffen. Und die Natur will auch nur das. Die Natur will immer nur ein einziges Exemplar im Puzzlestück, als Puzzlestück im ganzen Kosmos. Du und ich sind ein einziges Puzzlestück im Riesenkosmos der Welt. Und wir gehen jetzt gleich darauf hin, warum das so ist. Warum ist das so wichtig? Und ich gebe dir ein paar Beispiele und ein paar Geschichten dazu. Eines Tages saß ich vorm Fernsehen und meine kleinste Tochter liebt diese Sendung bei ProSieben, Galileo, ja, diese Experimente, die da laufen. Und dort gab es ein Experiment mit zwei Zwillingen oder ein Paar Zwillingen. Und diese Zwillinge sind eineige Zwillinge, zwei Mädchen, 10, 12 Jahre alt. Und man wollte den Unterschied zwischen diesen eineigen Zwillingen erkennen. Und gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen diese beiden Personen, die sich wie, ja, wie auch immer, die wie voll gleich aussehen, total gleich einander sind? Gibt es zwischen denen einen Unterschied und können Menschen diesen Unterschied erkennen? Ja, vielleicht die Eltern würden diesen Unterschied erkennen, vielleicht aber auch manchmal nicht. Vielleicht kommen auch die Eltern manchmal durcheinander. Aber können Maschinen, können Computer den Unterschied zwischen diesen beiden Personen erkennen oder nicht? Besteht überhaupt ein Unterschied zwischen diesen beiden Personen? Und was hat man gemacht? Man hat diese beiden Personen einem Sicherheitssystem untergestellt. Das bedeutet, eine Schweizer Bank, wenn du die Safe-Kombination, also die Safe-Barrikade, Sicherheitsbarrikade einer Schweizer Bank überschreiten willst und in diese Safe-Welt, wo alles gesammelt ist, Gold, Smaragden, Daten, Dokumente, die alle gesichert werden müssen. Also wenn du an dein Schließfach willst, dann musst du mehrere Maßnahmen überqueren, neben den Codes, die du eingibst und so weiter und so fort, gibt es noch zwei weitere Maßnahmen, nämlich man braucht deinen Fingerabdruck, denn der Fingerabdruck eines jeden Menschen ist einzigartig. Das bedeutet, diese beiden Mädchen müssten jeweils in ihrem Fingerabdruck einzigartig und unterschiedlich sein voneinander, obgleich sie aus einem Ei sind. Die sind wahrlich aus einem Ei. Ein Ei der Mama hat sich getrennt. Gut, zwei unterschiedliche Samen vom Vater. Und aus diesem einen Ei werden zwei unterschiedliche Individuen, die einander auf eine gewisse Art und Weise haargleich sind, rauskommen. Aber ihr Fingerabdruck ist unterschiedlich. Das hat dieser Schweizer Bank Filialen-Barriere erkannt und hat gesagt, diese beiden Personen sind nicht gleich. Und eine zweite Barriere mussten diese beiden Mädchen auch überwinden, um in den Safe hineinzukommen. Und das war Iris. Ihr Auge, ja, dies Iris in ihrem Auge ist nicht gleich. Auch das ist unterschiedlich bei diesen beiden eineigen Zwillingen, die aus einem Ei gepellt sind. Ja? Warum erzähle ich dir das? Stell dir vor, das Universum ist ein Puzzle, ein riesiger Puzzle. Und in diesem riesigen Puzzle hast du und ich, spielst du und ich einen einzigen Puzzleteil. Wenn dieser Puzzleteil fehlt, dann fehlt dem Universum etwas. Dann fehlt dem Universum in seiner Funktionalität etwas. Denn du und ich haben eine Funktion. Du und ich haben eine Aufgabe. Ich habe zum Beispiel mit meiner Frau drei Kinder. Meine Aufgabe war und ist, mit meiner Frau natürlich, diese drei Kinder zur Welt zu bringen, diese drei Kinder zu erziehen, diese drei Kinder der Welt zu schenken,
so wie wir sind. Und aus uns sind auch einzigartige Individuen reproduziert worden und auch meine Kinder werden einzigartige Individuen reproduzieren, die den Lauf der Natur am Leben erhalten, die Entwicklung, den Fortschritt der Natur am Leben erhalten. Und zwar mit dem Bauplan, einzigartige Puzzlestücke kommen zusammen und diese einzigartigen Puzzlestücke ergeben dann ein ganzes Bild. Ergeben dann ein weiteres Mikrokosmos. Viele, mehrere Mikrokosmen ergeben dann den Makrokosmos und immer weiter, wie so eine sprudelnde Quelle. Wenn du auf so eine sprudelnde Quelle schaust, wirst du sehen, dass die Formen herauskommen, heraufquellen, aber wenn es einen Computer gäbe, den diese Wasserformen ausrechnen könnte, würde keine Welle dem nächsten gleichen. Es ist wie eine ewige Erneuerung. Und du und ich spielen mit unserer Einzigartigkeit unsere einzigartige individuelle Rolle da drin. Und ich möchte dir diese Einzigartigkeit der Natur erstmal beweisen. Nicht, dass du sagst, ich rede hier Blödsinn. Ich habe dafür ein eigenes kleines Experiment gestartet, von dem ich dir auch in meinen vorigen Videos, Vlogbeiträgen erzählt habe. Und zwar, das ist das mit den Blättern, wo ich dir gesagt habe, ich habe Blätter gesammelt von einem einzigen Baum. Von diesem Baum, den ich dir jetzt hier zeige, habe ich diese Blätter unter diesem Baum gesammelt im Herbst. Und ich habe sie in diesem schönen Buch gemacht. Das ist ein Mindmapping-Buch, ein großartiges Buch, das ich dir empfehlen kann. Darauf gehen wir aber ein andermal ein. Das lenkt vom Thema ab. Und in diesem Buch habe ich die Blätter gemacht, damit sie glatt werden. Und jetzt zeige ich sie dir mal. Ja? Guck, dieses Blatt. Ja? Guck, das ist das erste Blatt. Und du siehst, wie gelbbraun dieses Blatt ist. Ja, jetzt lege ich es weg. Ja, jetzt hole ich das zweite Blatt raus. Und guck, das ist ein Blatt vom selben Baum. Unter diesem Baum habe ich das gefunden. Dieses Blatt, was runtergefallen ist, unterscheidet sich sehr von diesem Blatt. Und jetzt hole ich dir noch ein paar weitere Blätter raus. Guck mal, dieses andere Blatt mit dem blauen Hintergrund, ja, unterscheidet sich ebenfalls, ja. Diese beiden Blätter, sie sind nicht gleich. Schau genau hin und du wirst sehen, das ist brauner und das ist gelber. Ja? Und daneben, guck, das hier. Ja? Jetzt zeige ich dir noch ein paar andere. Ja? Noch rötlicher. Und guck, das hier ist ja schon fast ein grünes Blatt. Guck dir diese Struktur an. Guck dir diese wunderschöne Struktur an. Und dann guck dir vom selben Baum diese wunderschöne Struktur an, die du hier siehst. Ja? Ein Baum, so viele unterschiedliche Blätter. Und jetzt guck, ein richtig gelbes Blatt vom selben Baum. Ja? Wieder einzigartig. Alles, jedes Blatt ist einzigartig. Jedes Blatt ist anders. Und jetzt guck, wie rot ist dieses schöne. Und schau, nicht dieselbe Farbe, nicht dieselbe Struktur wie das hier. Ein Baum und so viele unterschiedliche, einzigartige Blätter. Wie das Universum, wie die Menschen. Stell dir vor, dieser Baum ist die Erde und zehntausende Blätter hängen an diesem Baum und jedes einzelne Blatt ist einzigartig. Ein Baum bringt so viele einzigartige Blätter hervor und so bist auch du. So bist auch du, so bin auch ich. Wenn wir sagen, wir haben 80, 90, 100 Jahre zu leben, 80, 90, 100 Jahre jeden Tag, bringen wir solch einzigartige Leistungen, Wünsche, Gedanken, Ideen zutage. Sind wir nicht einzigartig? Und mit diesen Ideen, Gedanken, Produkten, Dienstleistungen, Kraft gehen wir durch die Welt.
Und glaubst du, andere Menschen wollen uns nicht? Sicher, sie warten nur auf unsere wunderschöne Einzigartigkeit. Sie warten auf dich und mich. Die Menschen da draußen warten auf deine Hilfe. Und genau das kannst du auf den Marktplatz der Welt bringen. Und genau das wollen die Menschen. Im Marketing gibt es etwas, was wir als Unique Selling Point nennen. Im Geschichtenerzählen ist es genauso. Wenn du dein Marketing erfolgreich gestalten willst, dann, glaube mir, ist genau deine Einzigartigkeit, was du entdecken musst und zutage führen musst und darüber geniale Stories erzählen musst, was die Leute kaufen und haben wollen. Wenn sie den Unterschied zwischen dir und einem anderen erkennen, werden sie sich für diesen Unterschied entscheiden. Und wenn dieser Unterschied, wie bei meinem Löffel-Experiment, genau das ist, was diese Menschen in diesem Augenblick gerade haben wollen, werden sie sich für dich entscheiden. Denn du unterscheidest dich von der Masse, von der Rest. Und mit deiner Fähigkeit, mit deinem Talent, mit dem, was du kannst, kommst du gerade zum rechten Zeitpunkt und die Menschen erkennen diesen Unterschied an dir und sie wollen sich für dich entscheiden. Das ist das, was ich dir eigentlich sagen wollte mit diesem Video. Meine Botschaft an dich ist, entdecke deine Einzigartigkeit. Das ist dein Talent, deine Fähigkeit, die Summe deiner Erfahrungen, die dich zu dem gemacht hast, wer du bist und was du kannst und was du machst. Entdecke deine Einzigartigkeit erst selbst, vertiefe sie und dann, ich würde sagen, gieß es in geniale Stories, die du erzählen kannst und zeig der Welt, wie einzigartig du bist. Zeig der Welt, wer du bist, was du kannst und was du vor allem für die Menschen da draußen machen kannst. Und dann bin ich der Meinung, läuft dein Marketing. Ob du nun wenig in deinem Leben verdienst oder ob du viel in deinem Leben verdienst, deine Einzigartigkeit ist das, was du besitzt. Das wird dich immer im Leben begleiten. Das ist deine Macht. Nimm es und zeig es auf deine Art und Weise der Welt. Ich hoffe, jedes Experiment, jedes Beispiel, was ich dir hier in diesem Video zeigen konnte, konnte dir beweisen, wie großartig, wie kraftvoll du bist, wie einzigartig du bist und dass das dein Unique Selling Point ist, dein wirklich Unique Einzigartigkeitspunkt, den du verkaufen kannst, den du zeigen kannst und die Leute werden dich haben wollen. Ich bin mir sicher, die Welt wartet nur auf dich, dass du rausgehst und deinen Platz einnimmst. Dann würde ich sagen, bis zu meinem nächsten Video, meine lieben Freunde und Freundinnen. Hier war Ali Reza, der Geschichtenerzähler und Storytelling Coach. Bei wem du Storytelling lernen kannst, das weißt du. Komm zu mir, sag mir, wer bist du, was machst du, was willst du machen, was für Geschichten willst du erzählen, was willst du erreichen. Ich helfe dir dabei und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich freue mich sehr auf deine Kommentare da unten, auf deine Rückmeldung, auf deinen Kontakt mit mir. Bis bald. Ciao. Arrivederci. Salam alaikum. Hier war Ali Reza.